27.12.1947, als zwei Passagierzüge zusammenprallten, zwei Tage vor Heiligabend, an einem verregneten und stürmischen Dezemberabend. Meine Mutter hat gesagt, am gespenstigsten hätte sie gefunden, dass die Lokomotive auf der Seite lag und hätte immer noch so tsch, tsch gemacht, also gezischt, und die Räder hätten sich gedreht. Das Bild ging ihr immer noch nach, jahrelang. Paul-Peter Baum, seine Eltern, Ärzte, Ersthelfer an der Unglücksstelle. Es folgten Minuten, die über Leben und Tod entschieden. Mein Vater war ein sehr geübter Kriegschirurg. Und hier ging es darum, dass eben wenig Gerät zur Verfügung stand. Und dass man also zum Beispiel jemanden, der dann mit dem Arm unter irgendwas eingeklemmt ist, dann war der Arm damals nach damaligen Verhältnissen sowieso nicht mehr zu retten. Und dann hat man den eben einfach an Ort und Stelle abgenommen. Und das musste schnell gehen. Ein Modell des ehemaligen Bahnhofs Fahr Irrlich, er existiert längst nicht mehr.